Hallihallo Freunde, heute ist wieder Basteln angesagt und zwar werde ich ein bisschen was noch vorbereiten, weil ich fahre nämlich nächste Woche los nach Kroatien und nehme euch da natürlich mit hin, aber bis dahin muss noch ein bisschen was erledigt werden. Für mich ist jetzt Samstag und ja, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch möchte ich losfahren. Das heißt, ich muss mich echt noch ein bisschen ranhalten und zwar habe ich mir ein bisschen was besorgt. Ich habe mir ein Rohr besorgt, ein Teestück und so weiter, ein bisschen was. So, was ihr im Laufe des Videos auf jeden Fall sehen werdet. Und daraus möchte ich mir was Gescheites basteln. Vielleicht könnt ihr schon erahnen, was es ist. Vielleicht steht es auch schon im Titel. Ich weiß noch nicht ganz genau. Und ja, lasst euch mal überraschen. Nach dem Intro geht es dann auf jeden Fall los. So, Freunde, jetzt möchte ich einmal ganz kurz eine Einkaufsliste machen, was ihr alles haben müsst, damit es auch funktioniert. Und zwar haben wir als allererstes so ein kleines T-Stück mit oben eine Gewindeöffnung, also mit so einem Schraubverschluss, sag ich mal. Hinten ein Endstück drauf, das ist schon mal das allererste. Dann ein 45-Grad-Winkel, ein Rohr, ganz normal, mit auch wieder einem Endstück hinten drauf, damit das auch verschlossen ist alles. Dann braucht ihr noch ein Verbinderstück, denn ihr müsst das T-Stück mit dem Langrohr, mit dem 2 Meter Rohr, was ihr eben im Hintergrund im Video schon gesehen habt. Das kann ich auch noch mal ganz kurz hochhalten. Man sieht es halt nicht ganz. Es ist ein 2 Meter Rohr, Durchmesser 110 mm. Das sind diese Fallrohre. Bin kein Profi, aber ja, so sieht es aus. Das müsst ihr haben. Und dann bastel ich mir noch irgendwas zusammen aus so einem Gardena-Ventil und einem Schnellverschluss von aus dem Gartenbereich, so im Baumarkt habe ich das besorgt, kostet 99 Cent. Ja, genau. Und dann werdet ihr im Laufe des Videos auf jeden Fall sehen, was damit passiert. Als allererstes möchte ich mal alles so zusammenbauen, wie es gehört. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier hinten das T-Stück, stecken das hier drauf, so schön weit, dann das Endstück hinten drauf, dann nehmen wir uns das andere Ende des Rohrs, stecken hier den Verbinder drauf. Das ist alles nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Dann den 45-Grad-Winkel. Auch hier hinten dran. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, die Endkappe eigentlich hier hinten drauf. Die müssen wir jetzt allerdings noch mal ein bisschen bearbeiten und das zeige ich euch jetzt, was ich davor habe. So, um das jetzt mal ganz kurz zu erläutern. Wir haben hier jetzt die Endkappe, die ich noch bearbeiten möchte. Hier haben wir so ein Gardena-Ventil, was man ganz gut erkennen kann, glaube ich. Und dann habe ich mir etwas vorgestellt, und zwar ist das so ein, ihr seht es selber, es ist ein Gewinde mit einem Schnellverschluss für diese Gartengeschichte, für die Gartenschläuche. Und das möchte ich jetzt gerne hier hinten dran befestigen. Zack, zack. Und möchte dann hier ein kleines Loch drin haben, womit ich dann das Gewinde hier schön verschrauben kann. So sieht's aus. Und los geht's. So, fertig ist das Loch. So sieht es jetzt bei mir aus. Ich habe es extra so gemacht, dass ich dieses Gewinde hier quasi mit ein bisschen Gewalt noch da durchdrücken muss. Aber das natürlich schon mal ein bisschen abgedichtet ist. Jetzt werde ich mir Silikon nehmen, mir das Silikon hier rumschmieren, damit das hier innen drin abgedichtet ist. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen oder denken, nachher wird da irgendwie Wasser durchfließen, also muss es natürlich dicht sein. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, wirklich alles Mögliche benutzt. Also ich habe so ein Dichtungsband benutzt und weißes. Ich habe auch noch mal ein bisschen Silikon rumgeschmiert. Ich habe ein bisschen übertrieben mit Silikon. Ich hoffe, das geht. Ich habe keine Ahnung davon. Solange das nachher dicht ist, bin ich zufrieden. Und
Ja, jetzt geht's weiter, alles zusammenbauen. Dann nehmen wir den erstmal, ne? Mein. Jetzt sind wir mit der ganzen Rohrarbeit fertig. Ich hoffe, ihr konntet alles gut erkennen. Und jetzt kann ich natürlich auch mal auflösen. Und zwar kommt das alles schön auf meinen Dachgepäckträger und wird als meine Solardusche genutzt zum Schluss. Also das heißt, jetzt nur noch oben drauf packen, einmal ein kleiner Durchlauf, ein kleiner Test, den ihr natürlich auch zu sehen bekommt, dann sind wir auch schon durch mit dem ganzen Thema. Zack, und so ist es jetzt fertig. Ihr habt einen kleinen Ausschnitt gesehen, ich habe es einfach mal mit so Zurgurten gemacht. Ich denke, das hält bombenfest. Also ich meine, ob ich jetzt ein Brett da oben mit dem Zurgurt festmache oder mein Rohr. Im Endeffekt hat das 19 Liter ungefähr, ein bisschen mehr, 20 Liter oder so. Und ich denke, damit kann man sich schon mal so ein, zwei Mal abduschen. Oder auch öfter, wenn man ein bisschen wassersparend macht. Und so kann ich einfach noch autarker in Kroatien rumdödeln. Und jetzt blende ich euch nochmal einen ganz kleinen Test ein. Und dann seht ihr auch, ob es funktioniert oder nicht. So, jetzt kommt der versprochene Test. Ich habe jetzt 24 Stunden gewartet, bis das Silikon auch ausgehärtet ist und so. Hinten, der Deckel ist offen an dem T-Stück, damit natürlich Luft ins Rohr kommt. Hier vorne seht ihr jetzt das Ventil. Das mache ich jetzt auf. Jetzt läuft es in den Schlauch. Und jetzt kommt der Wasser raus. Also, ich denke, so zum Abduschen und sowas reicht das allemal. Funktioniert sogar auf der Höhe hier, alles in Ordnung. So habe ich es mir vorgestellt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, die Idee. Vielleicht habt ihr es auch schon mal öfter gesehen, irgendwie in einem Bus oder so. Und in der Praxis seht ihr es natürlich in meinen Blogs. Also, wenn ihr es sehen wollt, dann abonnieren auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.